Und ich begrüße euch zum neuen Part Zelda The Wind Waker. Ja. Was gibt's alles zu sagen? Zunächst einmal dachte ich eigentlich, es gäbe ab sofort einen Qualitätsschub, weil ich mit einem neuen Fernseher aufnehmen könnte, aber nein, natürlich nicht. Wie ist natürlich analog, also über SCART wird's angekabelt und der neue Fernseher ist natürlich digital. Folge hieraus ist, ja, die Wii sagt mir 2 Sekunden vor dem Fernseher, wenn ich zum Beispiel sterbe oder von einem Gegner getroffen werde. Das bedeutet, ich sag zum Beispiel, Link soll mit dem Schwert schlagen. Gut, drücke ich auf den Controller B, aber erst 2 Sekunden später sehe ich am Fernseher, dass Link mit dem Schwert zuschlägt. Das ist natürlich extrem scheiße, jetzt kommt mal aber bitte nicht mit einem Komponentenkabel, was das ganze Signal in ein digitales umwandelt und es dann gehen würde. Das habe ich nämlich auch schon probiert und dann funktioniert es immer noch nicht. Ich weiß langsam aber sicher nicht mehr, was ich machen soll. Und deshalb war auch die Steuerung immer so verkorkst. Ja, jetzt muss ich halt hinten aufnehmen. Ja, das heißt, es wird noch unregelmäßiger Videos geben, da ich hinten noch weniger Zugang habe als vorne im Wohnzimmer. Egal. Freuen wir uns einfach auf einen neuen Part Wind Waker. Wieso ich jetzt hier das Glücksamulett liegen habe, liegt daran, dass ich in der Testaufnahme das versehentlich ausgerüstet habe und ich etwas zu weit gelaufen bin, deshalb ihr jetzt leider nicht die Vorschau von Portemonnaie bekommt. Egal, fangen wir endlich mit dem Part an. Im letzten Part haben wir Epic die, ja, verwunschene Passion abgeschlossen, mussten allerdings dann feststellen, dass wir rausgeworfen wurden vom Maskenkönig, diesem komischen Vogel da. Und ja, jetzt sind wir halt hier gelandet, haben ein sprechendes Schiff getroffen, ja, eine Alltäglichkeit, ne? Das kein Segel hat, noch geiler. Und ja, wir sollen uns jetzt ein Segel besorgen. Gut, ja. So viel hierzu. Das wollen wir auch schon mal gleich machen. Gut, machen wir jetzt einfach mal so eine kleine Besichtigungstour. Also hier ist eine Apotheke, sag ich mal. Das, wirklich, das heißt Apotheke, ist echt so. Allerdings fehlt uns dazu was, denn in der Apotheke kann man natürlich Sachen kaufen wie Elixiere und so, allerdings brauche ich dazu eine Flasche und die habe ich nicht. Insoweit wird's mit einer Apotheke zurzeit ein Scheißdreck. Hier glaube ich wohnt so ein reicher Geldsack, ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Weil hier soll es ein Spielchen geben, glaube ich, das heißt irgendwie so, finde die Vase. Hier finden jedenfalls auch nachts Auktionen statt, also hier kann man Sachen erwerben für Rubine und muss halt die anderen überbieten. Aber ja, hier sind auch schöne Vasen, könnte ich jetzt natürlich alle wunderbar zerdeppern. Beziehungsweise ich glaube in einer ist sogar 20 Rubine drin, ne? Aber der Schaden kostet mich, glaube ich, was. Wenn ich das jetzt hier mal vormache. Du! Also, das macht dir wohl Spaß, was? Hä? Die Vasen hier sind aus Sibirien importiert. Einfach so die kostbaren Vasen in anderen Leute Häuser kaputt zu schlagen, hä? So brichst du noch mehr, bekommst du mir aber nicht so einfach davon. Dann leistet es mir nämlich schon, das hat's, ja. War hier jetzt nicht irgendwo 20 Rubine drin, ne? Nirgendwo, na geil. Und der checkt nicht mal was interessant. Oder waren es die Vasen? Muss ich da dagegen rollen? Egal, 20 Rubine brauche ich jetzt auch gar nicht. Ups. Sollte ich lassen? Was steht hier? Achso, nur eine Anzeige für die Auktion. Egal. Hier geblieben. Was denn? Willst du jetzt Spielchen treiben oder willst du Schaden das jetzt? 10 Rubine. Eigentlich waren es ja 8 Vasen, das heißt eigentlich 80 Rubine, aber egal. Wir wollen ja nicht so genau sein, ne? Ja, verschwinde lieber, schon klar. Und wo war das dann mit den 20 Rubinen, bitteschön, hier? Verarsche total, oder was? Naja, 5 Rubine haben wir schon mal wieder. Anderswo gab es auch noch was und ich wollte gar nicht mit dir reden. Ja, du bist Depri, ist mir schon klar. Nicht ins Wasser. Wo haben wir denn hier? Hier waren noch... Ja, hier waren Vasen. Hä? Nur ein grüner und ein blauer. Hier war doch mal ein gelber. Zähl mir nix.
und er auf dauernd ins Wasser zu stehen. Wir machen in diesem Park keine Schwimmstunden. Wir müssen uns ein Segel leisten und es kostet nicht gerade zu wenig. Ja, und wo kriegen wir das her? Hier, man glaubt's kaum. Ich komme aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hier nach Portemonnaie geführt. Unterwegs geriet ich in einen fürchterlichen Sturm und mein Boot wurde zerschmettert. Doch mysteriöserweise blieb es dabei unversehrt. Wie ich unschwer erkennen kann, bist du ein Reisender, nicht wahr? Dann willst du mir doch bestimmt diesen meinen einzigen Schatz abkaufen, nicht wahr? Willst du es? Die Menschen dieser Stadt wagen sich nicht aufs gefährliche Männer hinaus. Die haben gewiss nicht vor, es mit mir jemals abzukaufen. Ich bitte dich, ich will nicht hier als Händler. Ich will mich hier als Händler niederlassen, schon kapisch. Und dazu brauche ich dringend Geld. Wie klingen 80 Rubine für dich? Machst du billiger, wenn ich ihnen ein Danke sage? Ach, egal. Oh, gib's mir. Ja, nice, ey. 80 Rubine, geil, ey. Kann ich endlich anfangen zu shoppen? Ah, wow, das kannst du auch noch haben. Habe nicht als Taschentuche verwendet. Du hast das Siegel erhalten. Ja. Leg es auf die Dingsterbumster-Dings und setze es, wenn du dich an Bord des Bootes befindest. Ein. Durchdrücken von A kannst du es wieder einholen. Ahoi. Gut. Hätten wir schon mal die Story relevante abgeschlossen. Ja. Ja, klar. Ich möchte jetzt aber nicht so viel labern, weil ich natürlich auch noch ein bisschen was von Portemonnaie euch zeigen will. Konnte man hier nicht irgendwie auf die Windmühle rauf? Ja, lol, tatsächlich. Oder was war das? Oder war hier eine Schatzkarte? Oh, Junge, ich kann mich so schlecht dran erinnern. Ah, nee. Jetzt... Ja, genau, jetzt fängt die Windmühle an, sich zu drehen. Nur der Wind fehlt. Na geil. Oh, kein Fallschaden. Glück im Unglück. Hier ist ein Fotograf. Dann brauchen wir allerdings natürlich eine Fotobox. Ja, Fotobox. Ein Fotoapparat einfach. Will ich mich an das Spielchen heranwagen? Okay. Ich speichere jetzt hier. So. Denn ich will jetzt nicht mein Geld zu sehr verspielen. Ich zeige euch von diesem Spiel hier jetzt 3 Versuche. Danach werde ich es offscreen weitermachen. Also, ich werde euch dann nur das erfolgreiche Spielchen reintun. Allerdings wahrscheinlich dann ohne Kommentar eben. So. Das ist nämlich ein kleines Glücksspielchen, aber das sollte jeder kennen. Für Kinder macht das Zitrobine. Na, leistest du dir den Spaß? Ja, juhu. So würde ich zwar niemals antworten, aber okay. Achso, na also dann. Sei mir gegrüßt, meiner Flotte. Ich bin Admiral Aquabar. Wir sind im Alarmzustand. Die gegnerische Flotte nähert sich uns von der verwunschenen Bastion. Alles sofort in Position und Gefechtsbereitschaft. What? Na, wenn das so ist. Ja, alles klar, ey. Der Feind nähert sich uns mit 3 Schiffen, einem großen, einem mittelgroßen und einem kleinen, wenn wir den Stell zum Gegenangriff blasen. Blasen? Genau. Null zweideutig, ne? Sind unsere Kinder in Gefahr? Ihr müsst unter Zuhilfenahme des neuen Radars die versteckten gegnerischen Schiffe aufspüren und versenken. Allerdings stehen jedem von euch nur 24 Schuss zur Verfügung, um den Feind zu versenken. Braucht ihr 4 für das große, 3 für das mittelgroße und 2 Schuss für das kleine Schiff. Mithilfe von dem Schmarrn da bewegt ihr euer Zielfahnenkreuz und durch Dringen von A feiert ihr. Zielt gut, Männer. Mögen wir siegreich sein. Hast du alles kapiert? Jawohl. Ich muss es nur meinen Zuschauern dann noch übersetzen. Ja, liegt bei 20 der Rekord, ne? Ja. Viel Spaß. Auf dass es eine glorreiche Schlacht wird. Na, viel Spaß. Also gut, ich glaube jeder von euch kennt das Spiel. Es ist Schiffe versenken. Mit 3 Schiffen, die hier irgendwo random platziert sind. Wir haben 24 Schuss. Allerdings braucht jedes Schiff verschieden viele Schüsse, um versenkt zu werden. Und das war schon mal Fail. Fail. Schiff! Ah, einen 2 habe ich erledigt. Geil. Splüsch, splüsch, splüsch. Ja, toll. Ist ja auch mal irgendwo ein Schiff? Hallo? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? What the fuck? Wo sind hier die Schiffe? Ich finde kein Schiff mehr.
Ich finde kein Schiff mehr. Ja, genau. Echt? Oh, scheiße, Mann. Ja, nochmal. Könnte ein bisschen Geld abzocken. Super. Lass dich. Was auch so lieben ist, hier mal die Schiffe beieinander zu platzieren, ne? Ich bin kein Glücklicher in dem Spiel. Oh nein. Das bin ich wirklich nicht. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Boah, wo sind immer die Schiffe? Alter, immer an den Rändern. Und ich ziehe immer daneben. Genau. Oh. Irgendwo mal. Oh, Zufall. What the fuck? So. Bitte, Dreier, irgendwo hier. Und nein, das war jetzt nicht so gemeint, wie ihr denkt mit dem Dreier, ja. Ich meine das Schiff. Ey, komm! Wo ist das Schiff? Ja! Ja! Zwar nicht den Rekord gebrochen, aber ich hab's! Oh, geil, Mann! Ja, epic. Ich glaube, die Kinder der Insel wollen sich auch überschwänglich bei euch bedanken. Danke, vielen lieben Dank. Unsere Herzen quellen wirklich über vor Freude, sodass wir gleich ein ganzes Viertel davon bilden können. Bitte nimm dieses Herz da und so einen Dank an. Kriege ich vielleicht nur einen 50er? Ach, egal, wir müssen es noch ein zweites Mal machen. Ja, und zwar für zwei Schatzkarten. Was Schatzkarten sind, werdet ihr dann gleich sehen. Ja, ich habe bloß bald kein Geld mehr. Insoweit kann ich mir den Spaß nicht mehr so oft leisten. Bla 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 bla. Schon klar. Okay. Boah, Zufallsgenerator versagt schon mal wieder auf der ganzen Linie. Ah! Ah, toll, den Vierer! Wahrscheinlich haben sie... Oh, ich hab kein Glück in dem Spiel. So, noch einmal. Und dann war's das. Ich hätte eigentlich noch 6 extra Versuche, aber die habe ich natürlich bei meinen schönen Phasen verzockt. Oh komm. Ich will nicht immer erst den Vierer erwischen, ich will auch meinen zwei. Okay, Zweier, 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 Zweier. Denk wie ein Nintendo-Entwickler. Wo würdest du einen Zweier platzieren? Oh komm! Irgendwo. Nein, auch nicht. Ja, schon wieder verspielt. Links oder rechts? Wie bedauerlich. Eigentlich war es rechts, aber ich habe mir schnell das eine Teil vom Schiff nach links versetzt. Oder rechts, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade irgendwie Scheiße gelabert. Egal. Was ist denn... Oh. Egal. So, als nächstes muss man, glaube ich, hier ran, ne? Schule. Na geil, holen wir uns die Schatzkarten eben ein andern Mal. Willkommen in Maries Schule des Glücks und des Frohsinns. Dies sehe ich hier aber zum ersten Mal. Bist du vielleicht ein neuer Schüler? Nee. Kann ich etwas für dich tun? Erzähl mir was. Man sieht es mir vielleicht nicht sofort an, aber ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es jetzt schon her sein, dass ich hier in Portemonnaie meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Nein, es betrügt mich. Es gibt da diese freche Viererbande, die hacken immer irgendwelche Streiche aus und hören nie auf das, was ich sage.
Ich warte hier den ganz lieben Tag auf sie, aber sie lassen sich hier einfach nicht blicken. Du wärst nicht so wirklich so gut und würdest dir mal ihren Anführer Ivan auf ein Wörtchen zur Brust nehmen? Kannst du das für mich tun? Na klar. Ich will bloß eine Belohnung. Oh, du bist aber ein lieber Junge, aber sei auf der Hut. Es ist nicht so leicht, mit diesen Frechdachsen fertig zu werden. Ja, aber ihr seid ja alle Kinder. Da werdet ihr auch schon irgendwie verstehen, ne? Ich meine, immerhin muss ich nicht mit diesen Typen reden, ey. Ja, nee. Ich glaube, das bringen wir jetzt noch in dem Part unter. Und dann war es auch schon wieder. Ja, mit dir will ich eigentlich reden. Genau. Yay, Mann! Sag mal du da! Weißt du vielleicht was nicht, hä? Willst du dich mit mir uns anlegen, hä? Mit uns den ganz kleinen Sträuchen? Gib's zu, du wurdest doch eh nur von dieser aufgetakelten alten, ich will sagen, von Frau Lehrerin Marie geschickt, um uns zu ermahnen, oder? Von wegen, wir sollten nicht mehr die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen? Wir sind die ganz kleinen Sträuche. Hast du jetzt noch gar nicht am Ende. Verstehst du? Da werden wir doch nicht auf solch pädagogisches Geschwätz hören. Weißt du, wenn du uns zu einem kleinen Wettkampf herausfordern würdest, könnte man ja vielleicht darüber reden. Na, interessiert? Ich schätze einfach mal, ihr seid die Nachfolger von der Bomberbande aus Majora's Mask. Die Regeln sind denkbar einfach. Ja. Egal. Kurzfassung, während ich die jetzt suche, für euch, die laufen jetzt irgendwo hin. Und ja, die muss man alle finden, wie in Majora's Mask, und auch ähnlich wie in Majora's Mask rennt sie dann noch vor einem weg und dann muss man die halt einfangen. Ist jetzt nicht so schwer, weil man weiß, wo die Typen sind. Die erste war jedenfalls hier irgendwo, genau, hier. Fuck, man! Ah, weg hier! Ist klar. Was passiert eigentlich, wenn ich hier hingehe? Ist hier vielleicht irgendwo ein Secret? Ja, dich verfolge später. Nein, hier ist gar nichts. Das Beste von allem. Komm her. Oh! Ach, weißt du was? Ich rede jetzt mit dem Typen und halt ihn einfach aus. Ja. Auf, nicht aus. Aus auch, aber nicht hauptsächlich auf. Egal, ich will diese... Oh, jetzt hab ich dich. Fuck, Mann. Ja. So. Baum. Bäume sind immer gut. Und auch dieses Mal ist ein Baum das beste Versteck. Ramm den Baum weg. Oh, boom. Nein, nicht mit dem Pickel-Opa reden. Bitte nicht. Auch nicht mit dir. Auch nicht mit dir, habe ich gesagt. Nicht du Schwein, das Schwein. Ey, komm. Jetzt habe ich dich. Nein, hast du mich? Ja, irgendwie schon, ne? So, wo war noch einer von den Deppen? Hier hinten, bei dem Grabstein, ne? Ja, hier. Bei der Dance Lady Dance. Hier hinten. Oh. Ein bisschen wie Baby Luigi. Okay, komm her. Nein, nicht ins Wasser. Okay. Komm her. Wo rennst du hin? Ach komm, ich hatte den berührt. Ich hab Videobeweis. Jetzt hab ich dich. Oh, fuck. Muss aus Scheiße aus, Alter. Schon klar. Ach ja, hier habe ich noch gar nicht das Haus erwähnt. Hier wohnt Mickey Mouse drin und verkauft Bomben, allerdings zu einem vollkommen überteuerten Preis. Und wirklich, der Typ sieht aus wie Mickey Mouse. Okay, schleichen wir uns hier rüber. Denn da ist dann der vierte. Und das war's dann auch schon wieder. Und runter. Ja, da ist er schon. Komm her. Na gut, freiwillig stehen bleiben tut er sowieso nicht. Ja klar, der kann sich durch die Lücke quetschen, ist schon klar. Ich wahrscheinlich nicht und... Ja, wo war ich gerade? So, Geld. Ui, sogar ein Zehner, wie geil. Ah! Falsch gerollt.
Nein, nicht mit denen reden. Nicht mit denen reden. Auch nicht das Schweinchen hochheben. Erst recht mit dem reden. Erst recht nicht mit ihm reden. Jetzt dreht er um, der Spast. Fick dich. Hab ich dich. Oh, nö, ey. Hab ich euch. Oh, Werke, du hast uns tatsächlich alle vier geschnappt. Du hast gewonnen. Haben wir es ja dann nicht mehr drauf. Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, grundlos jeden zu ärgern. Verzeih uns unsere Fiesheiten und nimm bitte das hier an. Yay, das dritte von vier. Und ich weiß auch schon, wo wir das vierte hinkriegen. Das ist herkriegen, nicht hinkriegen. Was laber ich heute die ganze Zeit? Ja, schließlich bist du der Meister im Versteckspielen. Das schafft Respekt. Heißt eigentlich nicht, sollten wir das selber erledigen, aber könntest du nicht vielleicht für uns, zur Frau Lehrerin Marie gehen und dich entschuldigen? Danke. Ah. Jetzt, nee, wo kriegt man denn den Tipp her? Oh. Nicht schon wieder du. Egal, das erledigen wir im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal bei Zelda The Wind Waker. Tschüss.